Der Staat beschäftigt inzwischen Hellseher, die schon im Vorfeld sagen können, was an dem Tag passieren wird. Wenn ein großer Protest gegen die Corona-Politik stattfindet, halten die Bundesregierung und die großen Medien es für vollkommen richtig und gut. Sie sagen, wir unterstützen die mutigen, furchtlosen Demonstranten, die trotz aller Gefahren rausgehen und ihren Unmut zeigen. Wenn es sich um Brasilianer handelt. Habt ihr etwa gedacht, dass ich über die Deutschen spreche? Nein, um Gottes Willen. Unsere Regierung zu kritisieren wäre Blasphemie. Bei uns gäbe es ja auch keinen Grund zu demonstrieren, weil unsere Regierung keine Fehler macht. Eigentlich denkt Bolsonaro von sich auch, dass er keine Fehler macht. Aber merkwürdig, dass er die Menschen trotzdem demonstrieren lässt. Das wäre in Deutschland nicht denkbar. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Auftritt von dem Komiker Florian Schröder letztes Jahr bei den Querdenkern erinnern könnt. Er hat damals den Querdenkern eine Lektion über Demokratie erteilt. Er hat einen Tipp gegeben, wie man eine Demokratie erkennt. Er sagte, okay, ich glaube nicht, dass wir in einer Diktatur leben. Auch nicht in einer Corona-Diktatur. Denn wenn wir irgendeine Form von Diktatur hätten, dürftet ihr euch hier gar nicht versammeln, dann dürftet ihr hier gar nicht stehen und ich dürfte hier gar nicht sprechen. Schon deshalb sind wir nicht in einer Diktatur. Ach so, also man kann die Menschen verschleppen, foltern, ins Gefängnis schicken, aber solange man demonstrieren kann, muss man sich über die Demokratie keine Sorgen machen. Das war mir gar nicht klar. Wenn ich so nachdenke, habe ich dem Iran die ganze Zeit Unrecht getan. Dort darf man ja immer noch demonstrieren. Anscheinend sind sie astreine Demokraten und das wissen sie selber noch nicht mal. Wie sagt denn auch mal der Florian? Denn wenn wir irgendeine Form von Diktatur hätten, dürftet ihr euch hier gar nicht versammeln, dann dürftet ihr hier gar nicht stehen und ich dürfte hier gar nicht sprechen. Oha, stimmt. In Berlin letzte Woche am Sonntag wurde ja auch die Demonstration von Querdenkern verboten. Ja, was heißt denn jetzt? Florian, heißt das etwa, dass wir doch noch... Nein. Natürlich, das sagt nichts aus über die Demokratie in Deutschland. Man hatte ja ganz klare Gründe, die Demonstrationen zu verbieten. Man wusste, dass die Demonstranten sich an die Hygienemaßnahmen nicht halten würden. Der Staat beschäftigt inzwischen Hellseher, die schon im Vorfeld sagen können, was an dem Tag passieren wird. Okay. Wir wissen, dass es im Freien kaum Infektionen geben kann. Die Inzidenzen sind so niedrig wie noch nie. Aber Hygieneregeln haben damit nichts zu tun. Die sind so etwas wie ein beliebig einsetzbares, universelles Argument. Zum Beispiel kann man es auch in der Türkei einsetzen, um die CSD-Parade zu verbieten. Apropos CSD-Parade. Die Querdenker sollten sich ein Beispiel an denen nehmen, wie sie eine Woche vorher in Berlin mit 10.000 Teilnehmern die Corona-Regeln eingehalten haben. Ja, wie man hier unschwer erkennen kann, trug man dort durchsichtige Masken und hielt trotzdem einen deutlichen Abstand zueinander. So sieht man, dass in Deutschland wohl demonstriert werden kann. Also, wir leben doch in einer Demokratie. Florian Schröder in seinem Auftritt war übrigens von Zuschauern sehr enttäuscht, als er merkte, dass die Menschen mit seinen Beleidigungen nicht einverstanden waren. Er war sehr aufgebracht. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu buhen, liebe Freundinnen und Freunde. Ach klar, in einer Demokratur, ich meine natürlich, in der Demokratie darf man ihm doch nicht widersprechen. So ist die Meinungsfreiheit zu verstehen. Die Regierung sagt, was sie sagen will und die Bevölkerung hört ohne zu buhen und klatscht dazu. Jetzt habe ich es verstanden. Man darf nur protestieren, wenn man die Regierung unterstützen will. Warum hast du nicht schon vorher gesagt? Wir hätten gleich eine Scheibe von Nordkorea abschneiden können. Wie alle wissen, im Grundgesetz steht, alle Deutschen haben das Recht, sich zu versammeln, um die Regierenden zu bejubeln und ansonsten alle Befehle sofort zu erfüllen. Klar doch.